Nobody knew that healthcare could be so complicated. Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben. Salut und herzlich willkommen zur GMP-Aufnahme am 12. Juni 2019. Und in unserer Episodenzeit, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen entschuldigen, dass wir ein bisschen zu spät rausgekommen sind. Aber naja, in unsere Episodenzeit fällt mal wieder der Weltblutspendetag am kommenden Samstag, 14. Juni. Dazu haben wir, wer sich danach reinhören möchte, auch ein, wir haben, glaube ich, in Episode 3, also ganz früh hatten wir mal uns da intensiver mit beschäftigt. Also sowohl mit Blutgruppen als auch mit Kritik an Geschäftsmodellen, aber natürlich immer wieder und auch dieses Jahr mit der Aufforderung, doch Blutspenden zu gehen. In die Episodenzeit fällt auch der Weltflüchtlingstag am 20. Juni und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich macht das eher immer ein bisschen melancholisch. Es ist auch die Sommersonnenwende am 21. Juni. Irgendwie, weiß nicht, es ist zwar der längste Tag, man sollte sich darauf freuen, aber das heißt ja, danach geht es wieder abwärts. Naja, wie auch immer. Gleichzeitig ist es ja auch der Welthumanistentag und das freut mich dann auch persönlich dann immer wieder sehr. Mehr Infos natürlich zu allem in den Shownotes. Heute natürlich wieder mit dem Podcast-Arzt Nachtdienstler. Ja, du hast heute, kommst aus der Nacht gerade und Jungvater Pascal Nolderik. Hi Pascal. Mhm. Hallo, guten Morgen. Morgen, ja, ist genau. Wir nehmen auf, um 10.30 Uhr sind wir jetzt. Und mit eurem Podcastpfleger und Altvater, unter anderem einer pubertierenden Tochter, Philipp Schunke. Salut allerseits. Aber steigen wir gleich mal ein. Pascal, was gab es bei dir Neues? Ja, ich muss tatsächlich hier mal etwas lobend erwähnen, auch wenn wir dafür kein Geld kriegen. Und zwar Vodafone, die haben ja, nee, super, die haben okay. Meinen DSL-Anschluss oder unser DSL-Anschluss läuft darüber. Mhm. Und er kriegt das ja nicht mit, aber ich habe die letzten Male, weil es häufiger mit dem Podcast, der nicht so geklappt hat, habe ich mich dann entweder ins WLAN der Nachbarn eingewählt oder einen mobilen Hotspot über mein Telefon aufgemacht. Und das habe ich jetzt bestimmt hier ein halbes Jahr mehr oder weniger durchgezogen, weil ich immer zu viele andere Dinge zu tun hatte, um mich darum vernünftig zu kümmern, weil es war ja auch nicht so dramatisch, weil es war nur dramatisch, wenn ich podcasten wollte. Was ja schon dramatisch genug ist. Also richtig. Ich hatte schon damit, ich hatte vermutet, dass es daran liegt, dass der Upload-Speed zu langsam ist, weil auch Bilder etc. einfach ewig brauchte. Dann an irgendeinem Wochenende, als ich dachte, so, jetzt hier, hast du gerade mal Kapazität, hab das mal geguckt, Speedtest gemacht, war grottenschlecht, dann habe ich in meinem Vertrag nachgelesen, ob das denn prinzipiell, also ob ich damit leben muss oder ob sich da was machen lässt. Und dann habe ich, das war dann den Sonntag darauf, also einen Tag später, habe ich da so eine Störmeldung geschrieben. Das Problem war an dieser Störmeldung, die haben mich tatsächlich 10 Minuten später zurückgerufen. Oh, cool. Wo ich so dachte, oh, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, dass hier da irgendjemand am Sonntag hier mich zurückruft. Das hätten sie auch gern unter der Woche machen dürfen. Ich wollte jetzt hier niemanden zur Sonntagsarbeit verpflichten. Ließ sich dann aber auch nicht mehr ändern und die waren 3 Tage später da und haben irgendwas gemacht und seitdem haben wir cool. Das Doppelte an Download-Speed und das 6-fache an Upload-Speed. Was relative Zahlen sind, also beziehungsweise keine relative Zahlen. Relative Zahlen, genau. Es sind jetzt vernünftige Zahlen für einen 16er DSL-Anschluss. Okay, gut. Also wir haben uns allen 12 auch. Bis 14 Download und genau und irgendwie 2 im Upload und das ist reicht aus, um jetzt tatsächlich in meinem eigenen WLAN den Podcast aufzuzeichnen. So, also in diesem Sinne vielen Dank an Vodafone. Es hätte wahrscheinlich auch deutlich früher geklappt, wenn ich mich drum gekümmert hätte. Und Dank nochmal trotzdem an die Nachbarn, die Nachbar-WG, für dass sie uns da überbrückt genau. Hat. Naja, die wussten davon glaube ich nichts. Also. Dann. Ich war tatsächlich mal ein bisschen unterwegs und habe Veranstaltungen besucht, genau genommen eine. Und zwar den Deutschen Ärztetag in Münster, der auch das Hauptthema dieser Folge ist. Und da auch gleich die Entschuldigung, weil eigentlich hätten wir letzte Woche direkt nach dem Deutschen Ärztetag mehr oder weniger aufzeichnen wollen. Das hat sich aber bei mir stress- und krankheitsbedingt verzögert. Genau, dementsprechend mehr culpa. Und ihr bekommt die Episode jetzt später als geplant und erhofft. Ich war da, habe mir den Deutschen Ärztetag angeguckt, 2 Tage. Danach musste ich nach Hause Kindchen hüten, war aber den Montag und den Dienstag da. Dienstag ist die Öffnungsveranstaltung. Das war auch tatsächlich nochmal witzig, weil während der Rede von Jens Spahn plötzlich Licht und Ton ausging. Und das zu Diskussionen da geführt hat, ob da jetzt jemand böswillig einen Stecker gezogen hätte. Aber es lag natürlich an was anderem. Und ansonsten war den Montag davor der sogenannte Dialog mit jungen Ärztinnen und Ärzten.
Das ist jetzt einer. Ich hatte gedacht, es wäre zum dritten Mal, aber ich wurde korrigiert. Es ist zum vierten Mal, hat diese Veranstaltung bereits stattgefunden. Und da waren so, ich weiß gar nicht, 150, 200 Leute, also schon eine Menge junge Ärzte und Ärzte von ihren Landesärztekammern da auch angekarrt worden, die dann da diskutiert haben. Es gab also eine Fishbowl-Discussion und es war so ein bisschen schade, weil dieses Mal so ein bisschen die Reibungsfläche fehlte. Es ging nämlich um Ökonomisierung im ersten Impulsteil, ja, und da war jetzt niemand, der so richtig dagegen gesprochen hat, ne? Okay. Überraschend, ja. Also, weil alle natürlich unzufrieden sind, oder von den Leuten, die da eingeladen waren, waren alle unzufrieden mit den ökonomischen Rahmenbedingungen, was bedeutet hat, dass der große, große Streit um irgendetwas diesmal fehlte. Mhm. Ja, beim letzten Mal hatten sie da so einen alten Chirurgenchef hingepackt, ist ein super Chirurg aus Hamburg, der da relativ konservative Ansichten vertritt, was Vereinbarkeit mit Familie und Beruf angeht. Ich erinnere mich, ja, angeht. Hatten wir sogar. Genau. Und dann sagt so, naja, wenn sie Frau sind, können sie halt keine Chirurgin werden. So, also ganz so krass was nicht, aber so doch sehr in der Richtung, was dazu geführt hat, dass alle da auch ordentlich gegen argumentieren konnten und Stimmung aufkam. Das fehlte dieses Mal aus meiner Sicht, das war dementsprechend ein bisschen öder, ein bisschen langweiliger. Diesmal wird davon auch kein Impuls ausgehen, nicht so wie vom letzten Mal. Da gab es ja dann diesen Aufruf unter jungen Ärztinnen und Ärzten, den ich auch mitgezeichnet habe, dir sozusagen, wir brauchen ein neues Arztbild, es ist Zeit für ein neues Arztbild, das wurde ja auch publiziert im Deutschen Ärzteblatt und so weiter und so fort. Im zweiten Teil ging es dann noch um Niederlassungen, ja oder nein. Das war auch nicht ganz so spektakulär, abgesehen davon, dass es doch noch junge Leute gibt, die sich niederlassen wollen. Und das ist spektakulär? Genau, es gibt sie ja, ich weiß nicht. Das ist, weiß nicht, ob das spektakulär ist. Auf jeden Fall steht dazu ein bisschen was im Deutschen Ärzteblatt, wo ich auch zitiert werde. Was ich ganz nett finde, können wir vielleicht in die Shownotes packen. Ja, schick rüber. Genau. Asche drüber, genau. Jetzt, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, bei mir war natürlich auch, A ist natürlich die Episodenzeit jetzt mit diesen 3,5 Wochen, die wir jetzt fast erreicht haben, natürlich länger und gleichzeitig fand natürlich auch extrem viel statt, zum Beispiel, und ich fange es einfach mal chronologisch an, der Hauptstadtkongress, und ich weiß nicht, also dummerweise, ich tue mir die Eröffnungsveranstaltung nie an, das sollte ich vielleicht ändern, aber ich finde mehrere Stunden oder auch selbst wenn es nur eine Stunde ist, in einer riesen Menschenmenge sitzen und irgendwelchen Leuten zuhören, die in den seltensten Fällen tatsächlich irgendwas Neues bringen, fand ich ja irgendwie selten reizvoll. Aber soweit ich weiß, gab es da auch ein technisches Problem bei der Spahnrede. Da ist, glaube ich, das Mikrofon ausgeschaltet. Also er scheint so mit der Digitalisierung ein bisschen, keine Ahnung, Probleme zu haben. Wie auch immer. Es gab aber dieses Jahr, weil sonst ist ja der Kongress, also ich finde ihn immer wieder nett, man trifft 1000 Leute, wunderbares Netzwerk, Event, aber eigentlich so vom Kongressinhalt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so vorhersehbar. Also es gibt ein paar spannende Sachen, ein paar langweilige Sachen, viel wiederholt sich auch so ein bisschen, also ein bisschen wie üblich. Aber dieses Jahr gab es einen kleinen Eklat, auch der Transparenz wegen, auf den möglichen Eklat wurde ich erstmal hingewiesen von der Nathalie Grams, und zwar ganz am Ende des Kongresses fand eine Session statt, Twitter Live, Gesundheitsmarketing modern, soziale und asoziale Medien. Der Titel war gut gewählt. Dort präsentierte nämlich ein, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast auf Twitter, ein Herr Becker, der sich selbst als Freelance Senior PR-Berater und Diplom-Ökotrophologe bezeichnet, wie auch immer. Seinen eigenen Feed möchte ich gar nicht reinmachen, weil ich gar nicht Lust habe, ihn zu promoten in irgendeiner Weise, und ich sage auch warum. Der präsentiert, also erstmal präsentiert er ganz normale seine Thesen, warum Blogs immer noch der letzte Scheiß im Marketing sein sollen, aber auch hat er, und das wurde sowohl dem Moderator als auch mir dann von der Nathalie und von 100 anderen augenscheinlich irgendwie rübergespielt, echt seltsame Blogs in seinen, er hat ein paar andere Twitter-Accounts, die er da veröffentlicht hat. Also ich greife mal zwei Sachen raus, damit man es irgendwie einschätzen kann. Es geht, ein Tweet ist zum Beispiel, da sieht man so ein paar GWOP-Mitglieder, ich glaube, die sind von diesem Informationsnetzwerk Homöopathie abgebildet, so mit schwarzen Balken über den Augen, und oben drüber ein Bild vom Nürnberger Prozess. Ja, mit der Frage darüber, worin unterscheiden sich diese beiden Bilder? Und mit die Auflösung danach ist, die ersten, also die vom Nürnberger Prozess, die wurden für ihre Verbrechen bestraft. Also so ein Stil der, also ja, Kommunikation steht, ja. So geht überhaupt nicht. Ein zweites Ding hatte ich dann auch dann weiter gegoogelt oder in den Twitter-Feed durchgeguckt. Da wird, er stellt die Frage, wohin führt der durch die Homöopathie-Gegner angeheizte Hass?
und das Bild dazu eine brennende Synagoge. Es ist so, okay. Es ist so daneben, dass ich, also ich weiß auch nicht, vielleicht liegt das daran, dass ich irgendwie aus dem Gesundheitsbereich irgendwie aktiv war. Ich mache mir dann eher so, die erste Reaktion, also okay, die erste Reaktion ist Entsetzen, die zweite Reaktion ist, was da schief läuft bei dem Herrn Becker. Also ich, sozusagen, die, was da verkehrt gelaufen sein muss, dass sowas bei rauskommt, das kann man sich bei Menschen irgendwie gar nicht vorstellen. Wie auch immer, Links in die Shownotes. Zum Glück gab es bei diesem Event eine hervorragende Moderation durch den Holger Steudemann, den ich hier gleich mal lobe, und ich weiß nicht, was er macht, aber er ist bei der hier Bock-Agentur, also gleich als Empfehlung, mal blind, was auch immer die sonst machen, der Mann ist gut. Es gab dann also einen relativ hitzigen Austausch, vor allem zwischen ihm und dem Herrn Becker, aber auch der Frank Strattmann hat sich da reingehängt. Einer im Twitter-Feed fand es dann schade, dass es nicht mitgeschnitten wurde, und ja, yours truly, ich gehe ja nirgends mehr hin, wo ich nicht meinen Rekorder irgendwo einstöpseln kann. Es gibt natürlich einen Mitschnitt, ich habe den mal zusammengefasst auf diese Kern 5 Minuten, findet man als im Feed, hier bei Twitter verlinke ich in den Shownotes. Also das war mal ein Aufreger auf dem Hauptstadtkongress, wie auch immer. Nächstes Thema. Wir haben ja, oder ich habe, ja doch, nee, wir haben ja eigentlich immer mit schlechtes Gewissen, und das artikulieren wir ja auch, wenn wir die Pflege zu selten ansprechen, kompensieren das ja immer mit dem stetigen Verweis auf, was weiß ich, Übergabe-Podcast zum Beispiel. Aber andere Berufsgruppen kommen ja ganz selten oder überhaupt nicht vor, und das haben wir dieses Mal, wollte ich das kompensieren mit einem Gespräch, das fiel aber gerade thematisch so doof, selbst wenn wir rechtzeitig mit der Episode rausgekommen sind, dass ein Event vorbei gewesen wäre, nämlich die Ergo- und Physiotherapeuten haben jüngst ihre Tour des Spahn 2019, das ist eine Sternfahrt nach Berlin, durchgeführt. Motto dieses Jahr war Therapeuten am Limit. Fordern Abschaffung des Schulgelds für die Schülerinnen und Schüler, fordern eine Ausbildungsvergütung etc. Links kommen, also zu den Forderungskatalog, kommen natürlich in die Shownotes. Damit das aber noch pünktlich erscheint, habe ich ein kleines Video, oder hat die Geschäftsführerin des Bundesverbandes für Ergotherapeuten, die Christine Donner, mir ein kleines Video geschickt, wo ich dann einfach nur unser Logo und unsere Fragen irgendwie darüber gelegt habe und dann vertwittert hat. Nochmal vielen Dank und natürlich Erfolgswünsche für die Forderungen von uns. Damit haben wir zumindest einmal auch die Therapeuten mit in unserem Podcast aufgenommen. Aber ich möchte schließen mit einem persönlichen Highlight, und du hast es ja selbst in meinen Notizen gesehen, das wird jetzt ein bisschen wirr und nicht hundertprozentig gesundheitsbezogen. Ich habe nämlich jetzt ein persönliches Highlight in meinem Jahreskalender, und sorry an Armut und Gesundheit, dass die auf Platz 2 da gerückt sind. Ich war bei der Skepcon. Ich hatte ja ein Ticket gewonnen für das Event in Augsburg. Also Skepcon ist eine Skeptiker-Treffen von der GWOP veranstaltet, also von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und es gibt einfach viel zu viel Nettes. Ich nenne es einfach mal so eine kleine, die MINT-Korrektler haben eine kleine Show abgeliefert. Ich weiß nicht, ob du Bernd das Brot kennst, ja, der Schöpfer, natürlich, der Schöpfer von Bernd das Brot und auch Sänger zum Beispiel von diesem Entdumm-Dich-Lied, was wir, glaube ich, mal zitiert hatten. Der Tommy Krappweis hat so ein musikalisches Rahmenprogramm gemacht. Es gab die Leute, die auch bei uns waren, ne? Gerd Antes hat einen Vortrag gehalten, der Christian Lübbers war mit dabei, MedWatch hat den Carl Sagan-Preis gewonnen, der Wissenschaftspodcast für meinen Sohn, der Schlaulich-Podcast war mit dabei, da gab es auch ein Hörerinnen-Treffen danach, war super nett. Es gab einen Überblick zur Heilpraktikalypse, es gab einen super, und das will ich nochmal so als letztes Ding, Vortrag zur Impfauseinandersetzung, und zwar zu diesem Hirtebuch Impfen pro und contra, das hattest du ja auch mal, glaube ich, beim Medizinmurks sogar mal erwähnt. Yeah. Super recherchiert, es gibt eine eigene Website, wo das auch aufgelistet ist. Der Jan Aude-Ost hat das zusammen mit Udo Endrescheid super aufbereitet. Dazu gibt es auch ein Video, also die ganzen Vorträge werden jetzt als Video veröffentlicht, aber seins ist schon da, die anderen kommen noch erst. Kommt alles in die Shownotes. Gleich ein bisschen Transparenz, mir hat es so gut gefallen, ich sag mal intellektuell wie emotional vor allem auch, dass ich da gleich Mitglied geworden bin. Also ich bin seit rückwirkend zum 1. April ja Mitglied bei der GWOP geworden. Ja, sehr gut. Ich habe schon dein Drama um das T-Shirt hier mitgekriegt. Ja, das T-Shirt habe ich ja noch gar nicht erwähnt, das war cool. Ja. War ja so eine Schnapsidee. Du hattest ja dein Geschenk, ja, bin ich dann. Und vor allem, ich fühlte mich ja schon richtig schlecht. Du hattest mir mal ein T-Shirt geschenkt, da drauf steht irgendwie, wir waren auf dem Mond, Chemtrails, aren't a thing. Irgendwie so eine Liste von Verschwörungstheorien. Climate change is real. Genau. Stand up for science. Genau, das ist weitere gibt's noch. Kernmessages, stand up
Design for Science. Und das Ding habe ich natürlich häufig schon getragen. Sprich, ich bin mit einem ziemlich ausgewaschenen T-Shirt dann dahin gegangen. Und dann war irgendwie, keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam. Ich habe dann halt angefangen, Unterschriften von im Prinzip allen, die ich vorher gelistet habe, dann irgendwie einzufangen. Das war eigentlich ganz lustig. Und, sorry, weil das auch noch so eine Sache aus meiner frühen Jugend war, ja, ich habe natürlich auch einen Hochwürden der Pastafari kennengelernt. Insofern, echt? Ramen, mein Bruder, Ramen. So, aber jetzt genug der Vorrede, ich rede viel zu lang. Also, zur News. Zur News, ja. Ich wollte zwei Gerichtsurteile vorstellen. Also, ich bin jetzt ja hier kein Jurist, aber die mir wichtig erschienen in der letzten Zeit. Zum einen hat das Bundessozialgericht geurteilt, dass Honorarärzte und Honorarpflegekräfte, ja vor allem auch, es gab da zwei verschiedene Urteile an zwei verschiedenen Tagen, aber die sind quasi sehr, ja, so inhaltsgleich worum es da geht, dass die tatsächlich abhängig Beschäftigte sind in den allermeisten Fällen. Weil bisher ist das natürlich, oder ist das andersrum, und das macht die Situation so attraktiv, sowohl für die Arbeitnehmer, ja, also ich könnte als Arzt mit einer gewissen Berufserfahrung sagen, so, lasse mich hier vermitteln als Honorararzt und arbeite zum Beispiel nur jeden zweiten Monat oder jeden Monat, weil ich darüber deutlich mehr Gehalt verdienen kann, weil mein Stundenlohn deutlich besser ist und ich habe keine Dienstverpflichtungen in der Zeit etc. Ja, also ich muss mich nicht an irgendwelche Urlaubspläne etc. halten, sondern kann das frei buchen. Genauso geht das als Honorarpflegekraft, die dann häufiger eingesetzt werden. Und das ist natürlich auch für Arbeitgeber ein gutes Mittel, weil die damit kurzfristige Lücken im Dienstplan stopfen können, wie zum Beispiel ganz klassisch Arbeitnehmerin wird schwanger, kann spontan nicht mehr in ihrem Tätigkeitsbereich eingesetzt werden, ja, oder es geht direkt ein Beschäftigungsverbot, ne, so, Lücke, die entsteht, ist jetzt ja nicht so wie geplante Elternzeit, das kann man ja im Vorfeld beantragen und absprechen, oder jemand fällt krankheitsbedingt aus und die Intensivstation muss auch besetzt werden, dann kann ich eine Honorarkraft anfordern, die ich halt entsprechend bezahlen muss, weil die eben so flexibel ist, ne, also kostet deutlich mehr Geld, als würde eine normale Kraft arbeiten und die arbeitet eben auf Honorarbasis. Jetzt hat das Bundessozialgericht gesagt, naja, diese unterliegen aber ja doch, auch wenn sie da arbeiten, allen Weisungen durch Chefärzte, Oberärzte etc. Und die Pflegekräfte unterliegen eben den Weisungen der Stationsleitung und der Pflegedienstleitung, sodass man hier definitiv nicht von selbstständiger Tätigkeit sprechen kann, sondern dass eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ist und abhängig beschäftigt, damit sozialversicherungspflichtig, damit teurer für die Kliniken, damit unattraktiver für die Kliniken. Also ich bin mal sehr gespannt. Die Bundesverband der Honorarärzte fand das Urteil natürlich überraschenderweise gar nicht witzig. Ich denke, da wird es noch Protest gegen geben. Ich kann aber, jetzt aus meinem Laienverständnis, die juristische Argumentation absolut nachvollziehen, würde die auch mitgehen und sagen, dass das möglicherweise zu einer deutlichen Reduktion dieser Stellen führt, was ich aus einem anderen Grund vielleicht auch gar nicht so schlecht finde. Also für mich wäre das demnächst in wenigen Jahren auch eine gute Option vielleicht gewesen, ja, die jetzt hier für mich geldwert sozusagen wegfällt. Hat aber, also ich sehe natürlich, ist kritisch, dass Kliniken sozusagen mehr Geld für andere Beschäftigte ausgeben und dafür sich die Festanstellungen aber möglicherweise nicht leisten können. Ja, aber das wäre sozusagen sinnvoller, einen festen Personalstock besser zu bezahlen als weniger Honorarkräfte. So, da bin ich dann doch zu sozialistisch. Vorsichtig, das müssen wir rausschneiden. Okay, dann gab es noch ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Und zwar hat der Werbeabgaben von geringem Wert in Apotheken nicht mehr erlaubt. Genau genommen hat er gesagt, wenn jemand ein rezeptpflichtiges Arzneimittel der Traubenzucker kauft, stirbt. Ja, darf er kein Taschentuch, Traubenzucker, was auch immer mehr bekommen, weil das gegen das Arzneimittelrecht verstößt. Das Urteil habe ich auch nicht im Genauen gelesen, aber ich hatte dazu gestern eine hervorragende Diskussion mit unserer Apothekerin hier vor Ort, in der Apotheke, in die ich sehr gerne gehe. Und zwar habe ich da nämlich zwei nicht rezeptpflichtige Arzneimittel gekauft. Ich könnte ja so oder so, kann ich alles kaufen, ja, ne? Aber ich hatte kein Rezept, das waren beides auch nicht rezeptpflichtig. Angeber. Und sie hat mir eine Packung, deswegen, da wäre es vielleicht sonst gar nicht aufgefallen. Ja? Ja, klar. Hat mir dazu eine Packung Taschentücher gegeben, ja, Klassiker. Mhm. Ja? Ich habe gefragt, na, wie lange können Sie das denn noch machen? Ja? Sind das jetzt die Reste hier? Ja? Hat sie sich aufgeregt, ja. Aber die so, letzte Woche war was los, hätten Sie mal erleben sollen, ne? Hat sie zu mir gesagt. Ja, da klar, die ganzen Leute, die, das war ja auch, ist ja in den Zeitungen publik geworden, das Urteil, ja, jetzt nehmen Sie uns auch die Taschentücher weg. Bis hin zu den, sie verschenken wohl an die Stammkunden, die zum Beispiel die Diabetiker sind und dementsprechend ein bisschen auf den Zuckerhaushalt achten müssen, die verschenken die so kleine Marmeladenpröbchen von
irgendwie die spezielle Marmelade, die irgendwie für Diabetiker geeignet ist. Und sie meinte so, die Diabetiker hätten sich aufgeregt, dass sie jetzt hier nicht mehr Marmelade kriegen und so. Also war wohl, hat wohl für große Empörung gesorgt, auch wenn ich das Urteil nachvollziehen kann. Meine Apothekerin fand es, um das vielleicht auch mal direkt einzubinden, natürlich deswegen kritisch, weil es wieder etwas ist, was gegen die deutschen Apotheken geht. Ja, die haben ja immer noch ihre großen Versandhandelssorgen, ne? Mit ausländischen. Die dürfen wahrscheinlich, ne? Apotheken. Genau, die dürfen ja gewisse Rabatte. Genau, da gibt es ja einen großen Trara. Aufgehangen hat sich das übrigens an, naja, ich sag mal, durchaus dreisten Rabatttechniken. Also bisher war so diese Bagatellgrenze von 1 Euro gezogen und einer. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte ein Apotheker einfach einen Rabatt quasi von 1 Euro immer abgegeben, ja, was ich tatsächlich grenzwertig finde. Und einer hatte Gutscheine für den Bäcker nebenan mit dazugelegt. Cool. Ja, also da kann man sich tatsächlich schon fragen, inwieweit das dann nicht tatsächlich unlauterer Wettbewerb ist, nämlich genau den da nämlich geklagt wurde, ja, während jetzt Taschentücher irgendwie ich jetzt tendenziell jetzt weniger problematisch gefunden hätte, find's aber doch gut dazu. Ich habe auch irgendwo einen Tweet gelesen, den ich ganz witzig fand, dass man, wenn man sich jetzt Viagra in der Apotheke kauft, hast du doch gesehen. Was war das? Kommt man nichts mehr dazu, ne? Während mal bei Kondomen kann man die Taschentücher noch dazu kriegen, ja, bei Viagra dann eben nicht mehr. Ja. Irgendwie so fand ich ganz witzig, ja. So, du wolltest was zu Hebat genau, wir nehmen uns Pharma. Zwei juristische Themen vor, wo wir beide nichts Juristisches einordnen können, aber wir zitieren ja dann zumindest irgendwelche Juristen. Es geht skurril weiter und zwar das Unterlassungsdebakel, habe ich das hier intern mal tituliert. In der Homöopathie-Debatte geht es also weiter. Ich beginne mal mit einer Aussage, die ich dann später dann noch erkläre, aber auch aus meinem Inneren. Homöopathische Arzneimittel wirken nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Nämlich, worum geht's? Der Hersteller homöopathischer Globuli will diese ja wissenschaftlich völlig korrekte Aussage unterbinden. Konkret ist das der Pharmahersteller Hevert. Der hat unserer GMP-Freundin Nathalie Grams eine Abmahnung bzw. eine Unterlassungserklärung geschickt. Jedes Mal, wenn sie das sagt, soll sie eine Vertragsstrafe von 5.100 Euro zahlen. Spannend wäre eigentlich mal zu fragen, wie sich diese Zahl ergibt, aber egal. Der Hammer, wie ich finde, obwohl es ja wissenschaftlich völlig korrekt ist, könnte es sein, dass es juristisch in Deutschland tatsächlich angreifbar oder umsetzbar wäre. Grund dafür ist dieser unfassbar absurde Paragraph, darf ich das so sagen? Ja doch, warum? Ich kann ja alles sagen, ja. Paragraph 38 des Arzneimittelgesetzes. Der etabliert nämlich ja die besonderen Therapierichtungen, also Homöopathie, Anthroposophie, Phytotherapie als einen besonderen Fall und stattet sie mit Sonderrechten aus. Dass ich finde, dass das abgeschafft werden soll, beziehungsweise diese Sonderstellung abgeschafft werden sollte, ist ja klar. Für diese Therapierichtungen, also jetzt konkret die homöopathischen Arzneimittel, die unterliegen nicht den gleichen gesetzlichen Anforderungen wie die anderen Arzneimittel. Wir hatten das ja schon auch in der letzten Episode, glaube ich, mit dem IQWiG besprochen, wie das mit der Zulassung funktioniert. Aber ein Wirksamkeitsnachweis wird ausdrücklich für diese besonderen Therapierichtungen nicht gefordert. Falls ein homöopathisches Mittel beansprucht, gegen bestimmtes konkretes Leiden zu helfen, ist zwar eine Zulassung nötig, aber dabei vertraut das Arzneimittelgesetz auf die Hersteller selber. Also statt wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis gibt es den sogenannten Binnenkonsens, sprich die Homöopathen bescheinigen sich selber, dass das Mittel schon wirken würde. Das Problem dabei, durch diese gesetzliche Regelung kann es tatsächlich sein, dass juristisch es dadurch einen Nachweis gibt. Wobei bitte, bitte, bitte bei dem Wort Nachweis ganz große Gänsefüßchen vorne und hinten dran rangepackt werden müssen. Sozusagen, dass dieses Verfahren Möglichkeiten hätte, so skurril das klingt und so absurd das klingt, Erfolg zu haben. Der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Gleske, der wurde auch abgemahnt, spricht hier von einem Zirkelschluss, der wissenschaftlich nicht akzeptabel sei. Also mal sehen, was da passiert. Nur so als Side-Note auch bislang, also BfArM schreibt, bislang sei noch kein einziges Arzneimittel zugelassen worden, bei dem sich der Antragsteller auf eine zum Beleg der Wirksamkeit geeignete Studie berufen hätte. Ich finde es immer wieder unfassbar, 2019, dass das noch geht, ja. Quacksalberei so weiter toleriert, es ist unfassbar. Gut, machen wir weiter. Ja, es gab mal wieder, ja, muss ich ja schon sagen, den Hinweis von Jens Spahn, ja, wurde auch breit in allen Zeitungen aufgegriffen, dass Jens Spahn Konversionstherapien verbieten möchte. Konversionstherapien sind
In diesem Fall, ja, es gibt ja theoretisch auch andere Konversionstherapien, solche Konversionstherapien, die probieren Menschen, die eine homosexuelle Neigung haben oder die homosexuell leben, sozusagen ihnen Angebote zu machen, diese doch abzulegen, ja, weil die das als nicht als sexuelle Identität verstehen, sondern als Neigung, Hobby, was auch immer, kann ich schwer einordnen, wie diese Menschen, die so etwas anbieten, das verstehen. Auf jeden Fall halten die das für prinzipiell reversibel, was wissenschaftlich gut widerlegt ist, dass das reversibel ist, ja, oder dass das in dem Fall etwas ist, was man sich aussuchen kann, ja, und das ist halt eine sexuelle Neigung, die man hat oder die man eben nicht hat. Und dementsprechend ist es auch Quatsch, das sozusagen therapieren zu wollen. Ja. Es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Es war natürlich auch in der Bundesrepublik Deutschland lange Zeit, war Homosexualität, stand sogar unter Strafe. Ja. Gab es auch mal ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was sich da nicht mit Ruhm erklärt hat, dass das belegt hat, ja, dass das verfassungsrechtlich geboten ist. Das ist schon eine Weile her, aber ja. Dass man weiß, wo es sozusagen historisch herkommt. Und es gibt immer noch Menschen, die sozusagen da Therapie anbieten, wie als wäre es eine Krankheit. So, weil das aber keine Krankheit ist, möchte Jens Spahn das verbieten. Das ist der Bundesgesundheitsminister, der bekannterweise auch öffentlich bekannt hat, ja, und auch mit seinem Mann, glaube ich, zusammenlebt, ne? Hat, glaube ich, schon geheiratet, wenn ich das mitbekommen habe, ne? Ist also auch offen homosexuell. Und dementsprechend betrifft ihn das natürlich auch nochmal persönlich. So, jetzt gibt es gegen den Plan des Verbots inhaltlich gar nichts zu sagen. Finde ich gut, ja, das verbieten zu wollen. Ob das verfassungsrechtlich möglich ist, da Therapien zu verbieten, das dürfen andere klären. Das ist jetzt gerade passiert. Da gibt es zwei Gutachten, die dazu erstellt wurden. Und deswegen gab es jetzt gerade diesen Aufreger. Was finde ich daran bemerkenswert? Ich finde es krass, wie Jens Spahn es schafft, mit dieser Meldung schon zum dritten Mal Stimmung zu machen. Mhm. Ja. Der schafft es unglaublich, sich da jedes Mal wieder in die Diskussion zu bringen, ja, bestimmt die komplette Meinungsmache und macht sich damit interessant. Ich habe, wenn man die Google Trends anguckt, Google Trends Konversionstherapien, können wir hier auch gerne verlinken, ja, dann sieht man, dass es schon mal Peaks gab. Mhm. Ja, und zwar im Februar und im April. Ja. Jetzt haben wir Juni, jetzt gibt es den nächsten Peak. Ne. Also ständig schafft er es mit diesem eher durchaus populären Thema, spricht ja gar nichts gegen, finde das auch völlig richtig, ja, damit schon wieder für sich Stimmung zu machen. Und man kann da jetzt sicherlich durchaus kritisch sein und sagen, naja, komm, also du tust ihm da jetzt Unrecht, ne, weil das ist einfach ein Thema, was ihm wichtig ist, ja, gehe ich absolut mit, aber er macht das auch ganz klar, zieht das so auf, dass ihm das maximale Aufmerksamkeit beschert, weil er weiß, dass das populär in der Bevölkerung ist und dass das mehrheitlich gestützt wird. Beim ersten Mal ging es nämlich darum, dass er das überhaupt machen will. Beim zweiten Mal ging es um die Vergabe der Gutachten. Wenn ich das recht im Kopf habe, kann mich das irren. Und jetzt geht es gerade um die Erstellung, also die fertigen Gutachten. Ja, und beim nächsten Mal gibt es dann auch einen Peak, dann in zwei Monaten, ja, wahrscheinlich, oder ja. Wahrscheinlich in dreien, dann zur Abstimmung. Also das ist hier unglaublich, wie der da Stimmung generiert. Ja. Der Jörg Sauk hat das, glaube ich, so auch mal zusammengefasst in einem Mini-Tweet, wo er auch dann irgendwie so hier erwähnt, ja, da erwähnt, dort erwähnt, hier erwähnt, aber es passiert immer noch nichts. Also das ist so ein bisschen, er nutzt genau. es, ja. Der nutzt es persönlich auch sehr. Können wir auch gerne den verlinken, den Jörg. Genau. Den sollten wir auch mal wieder reinholen. War ein schönes Gespräch. Gut. Angesichts der Zeit, ich mache das noch ganz kurz. Wir haben noch ein letztes Thema und zwar die konzertierte Aktion Pflege ist jetzt abgeschlossen. Es gibt einen Abschlussbericht, der am 4. Juni von Jens Spahn, Hubertus Heil und Franziska Giffey vorgestellt wurde. Also die hatten ja Experten aus hier Bundesländern, Pflegeverbände. Wir waren auch Krankenkassen waren dabei, Krankenhäuser waren dabei, um im letzten Jahr sozusagen Strategien zu finden, wie unter anderem auch der Pflegemangel in Deutschland zu bekämpfen sei. Ja, dazu wurden dann 5 Arbeitsgruppen eingerichtet, die jetzt das letzte Jahr getagt haben. Also Personalmangel, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung, Ausbildung, Qualifizierung, Pflegekräfte aus dem Ausland. Ich kriege nicht mehr alle hin. Entlohnung ist noch ein Thema gewesen. Wie dem auch sei, zu jeder Arbeitsgruppe wurden jetzt Maßnahmen präsentiert, kommt mehr Kompetenz für die Pflegekräfte, es gibt auch neue Standards oder sollen Standards entwickelt werden zur Zusammenarbeit mit anderen Berufen, Personalschlüssel werden vorgeschlagen und ein bundesweiter Tarifvertrag. Der Volker Findhammer vom Deutschlandfunk hat das ein bisschen kritisch zusammengefasst, dass sich SPD und Union lediglich auf die Vorhaben geeinigt haben, die im Koalitionsvertrag eigentlich schon abgearbeitet wurden. Dafür hätten sie jetzt nicht ein Jahr eine konzertierte Aktion fahren müssen. Ich sehe das, sagen wir so, bei dem ersten Überfliegen sehe ich das noch nicht so kritisch. Ich finde, da kamen schon einige spannende Sachen dabei raus und es gibt auch
genügend Konfliktpotenzial. Ein paar Sachen sind so ein bisschen vorhersehbar. Ich manchmal weiß nicht, wie es dir geht, aber also in dem Fall, die natürlich die privaten Arbeitgeber der Pflege stellen sich natürlich gegen das Mindestentgelt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denkt man sich so, Mann, ey, muss das alles so vorhersehbar sein, wie die Diskussionen sind. Also man kann ja im Prinzip vorher sagen, also okay, jetzt wird das gesagt, ja okay, dann kann man schon 90% der Lobbygruppen kann man schon so, kann man die Diskussion schon sortieren. Wie auch immer, ich wollte das nur als Kurzzusammenfassung machen, gleichzeitig aber noch als Aufforderung, nämlich sowohl weiche als auch viele harte Faktoren, Arbeitszeitregelung, Finanzierung, sind ja nicht nur vom Gesetzgeber abhängig. Ich würde dazu appellieren, Gewerkschaften, Berufsverbänden und ja auch die Kammern als potenteste Hebel stärker zu nutzen und dadurch auch, so schließe ich mit einem Appell an meine ehemaligen Kolleginnen, organisiert euch, verdammt nochmal, dann wird das auch einfacher, da muss man nicht auf den Gesetzgeber warten. Gut, ja, fertig mit den News, wir können ab zum Gespräch. Machen wir. Heute spricht mit uns, oder wir sprechen mit, ja. Ich sage ja wir kaum was. Also. Mal wieder mit Rebecca Bärheide. Ganz herzlichen Dank hier nochmal, dass du so flexibel warst hier für die Verschiebung. Ja. Wusste noch keiner, Mensch. Es war alles so geplant. Alles so geplant, genau. Und genau, wir reden über den vergangenen Deutschen Ärztetag. Ja, hallo Philipp, hallo. Ja. Ich grüße dich, Philipp. Der Familienpodcast, ne? Oder ja, so ähnlich genau. Ist das. Ja, ja. Also ich glaube, ich gebe es dann doch, ich gebe die Kleine dann doch ab an die Mama. Ja, das also ich meine, es würde wahrscheinlich schon helfen, wenn sie nicht so nah an dem Mikro ist, aber wenn du sie natürlich auf dem Arm hast, sie, ja eben. Ne? Ich habe sie in dieser Babytrage, das lässt sich jetzt. Kann sie natürlich ans andere Ende des Zimmers legen, aber das wird ihre Laune nicht bessern, glaube ich. Ja, dann wird er wahrscheinlich eher lauter werden, ja, okay. Gut. Also der Working Dad, das ist ja völlig okay, dass er dann das Kind eigentlich auch mal vollkommt, so ist es ja nicht. Genau. Liebe Rebecca, das offizielle Hauptthema dieses Jahr war ja Ärztegesundheit. Ich glaube, die Diagnose ist klar, aber wie glaubt denn der Deutsche Ärztetag könnte die Therapie, jetzt habe ich hier natürlich diese Buzzwords eingebracht, ne, hin zu besserer Ärztegesundheit in der Zukunft aussehen? Ja, also das war ja so das Hauptthema, worüber die Delegierten dann am Mittwochvormittag des Ärztetages gesprochen haben. Und ich denke mal, wie kann die Therapie aussehen? Also einfach, ich denke, wichtig ist ja meistens erstmal, dass man über Probleme erstmal gesprochen hat und dass das eben auch in der Form adressiert wurde. Und es gab doch einige Redner, die sehr deutlich gesagt haben, dass sie selber auch unter Erkrankungen leiden und andere fanden es aber eben gleichzeitig auch wieder nicht so als wichtiges Thema und dann kann man natürlich immer zwischen diesen beiden Polen natürlich jetzt entscheiden. Also zum einen ist es jetzt ein wichtiges Thema, dass wir es unbedingt ansprechen oder eben ist es ein Thema, dass wir sagen, hey, wir müssen, eigentlich haben wir wichtigere Themen heute politisch, die wir uns auseinandersetzen müssen auf einem Ärztetag. Die Diagnose oder die Therapie, würde ich sagen, ist, dass sich jede Ärztin und jeder Arzt einfach mehr bewusst wird, dass das natürlich auch das, was Patienten geraten wird, dass das natürlich auch dann der für den eigenen Arzt auch gilt. Also man kann einem Patienten nicht bessere Lebensweise und ordentlichere Lebensweise verordnen und für sich selber zählt das dann nicht. Also ich glaube, das ist eine Rückbesinnung gewesen darauf, dass alle sich auch daran denken, dass sie selber auch Menschen sind, die genauso Patienten werden können. Mhm. Das eigentliche Hauptthema, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, war ja in dieses Jahr oder dieses Mal ja aber doch was anderes, nämlich die Wahl einer neuen Führungsspitze für die verfasste Ärzteschaft. Es gab vier Kandidatinnen und Kandidaten, Junitz, Quitterer, Reinhardt und Wenker, also Junitz aus Berlin, Quitterer ist der Präsident der Landesärztekammer in Bayern, Hausarzt, von dort unten ist auch noch relativ frisch da an die Spitze gerückt in Bayern. Wann war die Wahl? Ich glaube letztes Jahr, ne? Ja, und die war letztes Jahr. Dann Klaus Reinhardt, auch ein Hausarzt, diesmal aus dem Kammerbereich Westfalen-Lippe und vor allem bekannt als Vorsitzender des Hartmann-Bundes und dann Martina Wenker, die bereits Vizepräsidentin der Bundesärztekammer war und in Ärztekammerpräsidentin in Niedersachsen war. Im Vorfeld hatte sich da ja so ein ist es also sie ist auch noch, sie ist weiterhin Präsidentin der Niedersachsen. Sie bleibt Präsidentin. Genau. Mehr Kulpa, das hatte ich hier schon wieder schlecht ausgedrückt. Im Vorfeld hatte sich ja, zumindest soweit ich es erkennen konnte, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wenker und Reinhardt irgendwie schon so abgezeichnet, beziehungsweise wurde gemunkelt. Jetzt kommen da vielleicht ein paar kritische Fragen, musst du mal schauen, wie du die beantwortest. Hatte der Herr Junitz von der Ärztekammer in Berlin überhaupt eine realistische Chance, ohne Rückhalt einer der großen Blöcke, Schrägstrich-Fraktionen, Schrägstrich-Verbände?
oder war seine Chance, die er vor 8 Jahren hatte, sicher hatte er schon mal kandidiert, war das die realistische Chance? Das kann ich jetzt so jetzt in diesem Zeitraum von 8 Jahren gar nicht in der Form bewerten. Ich finde es eigentlich immer wieder auch gut, und dass er sich auch zur Wahl stellt, um eben wirklich auch zu sagen, ich glaube, das ist ja auch viel von seinem Impetus, dass er sagt, ich möchte, dass es eine Wahl gibt in der Form. Ich fand es auch gut, dass es da eben 4 Kandidaten gibt, also 3 Kandidaten und eine Kandidatin. Und das fand ich eigentlich da hat man wirklich auch in den Reden eine deutliche Breite gesehen, die es eben auch in der Ärzteschaft gibt an unterschiedlichen Personen und auch Positionen, wobei deshalb würde ich jetzt das gar nicht kritisch bewerten, ob das jetzt, wann seine Kandidatur schlechter oder also welcher Zeitpunkt besser gewesen wäre, sagen wir es mal so. Dann vielleicht noch ein bisschen weiter dazu gefragt, dass ich sage jetzt mal stationäre Lager in Anführungszeichen, also primär der Marburger Bund, hat das ja geschafft, sich geschlossen auf eine Kandidatin festzulegen, Frau Dr. Benker in dem Fall. Möglich wäre ja durchaus auch gewesen, zum Beispiel, oder stand ja auch durchaus mal in der Diskussion, dass Frau Jona kandidiert, Susanne Jona, eine Ärztin aus dem, ich glaube, Marburger Bund ist das Hessen, ne? Ich weiß gar nicht, ob die da noch eine eigenen, ob die das größer ist, der Marburger Bund. Sie ist der Präsidentin, genau. Ja. Oder Vorsitzende, ja. Genau, und das war ja durchaus auch mal diskutiert, und die war ja auch bereits im Vorstand der Bundesärztekammer auf einem der offenen Plätze sozusagen vertreten. Die haben das ja geschafft, sich da festzulegen. Jetzt war das vielleicht im Vergleich zu den Niedergelassenen geschickt, die ja durchaus 2 Kandidaten ins Rennen geschickt haben und dann auch noch beide Hausärzte, also da das Lager so ein bisschen aufgespalten haben, hätte das vielleicht den 3. Wahlgang vermeiden können? Nee, das würde ich glaube ich nicht sagen. Also ich glaube, dass da im Vorfeld, also das war vielleicht, kann man das insgesamt für den Ärztetag sagen, weil das natürlich auch im Vorfeld und auch während des Ärztetages bis zu dem Donnerstag 13 Uhr eine große Spekulation, wer wie in welcher Konstellation dort antritt und wer warum auch in der Form antritt. Also der Herr Quitterer hat sicherlich relativ spät sich auch gemeldet, dass er auch antreten will, und dafür, dass er relativ neu als Präsident der Landesärztekammer Bayern auch dort auf Bundesebene agiert, vielleicht war das auch einfach für ihn noch nicht ganz so der richtige Zeitpunkt, wenn wir jetzt schon bei Herrn Jonitz über Zeitpunkte gesprochen haben. Dass man quasi noch zu unbekannt auf Bundesebene ist, also er war natürlich in Bayern schon 25 Jahre in der Berufspolitik und sicherlich auch super viele honorige Erfahrungen dort gemacht und auch sich engagiert und eingebracht, aber vielleicht war das in dem Fall noch ein bisschen zu früh, wie gesagt, wenn man jetzt über Zeitpunkte redet. Und ich würde gar nicht sagen, ob das jetzt eine Taktik war, also das waren sicherlich unterschiedliche Taktiken von verschiedenen Verbänden, wie man da einen Kandidaten oder eine Kandidatin nach vorne bringt, dass der Marburger Bund sich da komplett einigen konnte auf Martina Wenker. Das war sicherlich schon auch eine große Leistung, dass man da eben dann relativ geschlossen dastand. Und dann natürlich aber auch, dass das niedergelassene Lager eben wirklich ja nur mit 4 Stimmen Unterschied, das muss man ja sagen, dort die Wahl für sich entschieden hat. Das ist schon auch eine Neuerung, sicherlich auch in der Delegiertenschaft des Deutschen Ärztetages, weil das vorher ja jetzt einfach wirklich, man muss es wirklich sagen, 40 Jahre lang, so war, dass der Marburger Bund einen Kandidaten nach vorne gebracht hatte und dort eben an der Spitze war. Also das ist wirklich jetzt schon sehr lange gewesen, und deshalb ändert sich, glaube ich, da sieht man auch, dass die Medizin sich ändert oder auch die Berufspolitik sich ändert, mehr in Richtung ambulante Ärzte oder ambulante Medizin, und ich denke mal, das spiegelt das vielleicht eher noch mal ein bisschen wieder. Natürlich war da ganz viel Taktik, das würde ich auch sagen, das war auch schön zu beobachten, beziehungsweise es ging, also hatte schon was von Börsenkursen, die dort stattfanden, je nachdem, wohin es ging und also je nachdem, mit wem man sprach, an welchem Tag man mit wem sprach, wer jetzt gerade welche Taktik neu gehört hatte, von welchen, wer dann wie, vor allem auf die Vizepräsidentschaft springt, wenn die oder der gewonnen hat, also das war hoher Spekulationsgrad. Aber im Nachhinein ist es ja so gekommen, wie man es vielleicht auch am Anfang hätte erwarten können. Ja, genau. Ich hatte das jetzt sozusagen so aufgezogen, um da so ein bisschen den Wahlgang nachzuvollziehen. Also Jonitz ist ja sozusagen im ersten der Wahlgänge ausgeschieden oder hat zurückgezogen, nachdem er da sehen konnte, dass er keine Mehrheit erlangen wird. Dann hatte Herr Quitterer war der Letztplatzierte im 2. Wahlgang und ist damit ausgeschieden. Und der 3. Wahlgang war dann eine Stichwahl zwischen Martina Wenker und Klaus Reinhardt, und der hat ja dann gewonnen, du hattest eben schon gesagt, mit wenigen Stimmen Unterschied. Das ist bisher auch der einzige, der, soweit ich es weiß, kannst mich gern korrigieren, nicht einer Landesärztekammer Vorstand,
Woran lag das aus deiner Sicht? Ich konnte die Reden ja und das Drumherum ja nicht so gut verfolgen, weil ich da schon wieder abgereist war. Also du meinst, dass er noch kein Präsident einer Landesärztekammer ist? Oder, nein, warum oder er gewonnen hat. Warum er gewonnen hat. Ach so. Also ich glaube schon, wie gesagt, dass natürlich dann die ganzen Absprachen dann standen, dass man dass es zum einen eben das niedergelassene Lager sagte, wir wollen auch jetzt zum ersten Mal seit eben 40 Jahren einen niedergelassenen dort an der Spitze sehen. Natürlich gab es natürlich auch die Frage, vielleicht ist die Bundesärztekammer auch so weit, dass man sagt, wir wollen auch eine Ärztin vorne stehen haben, aber offenbar haben sich da einige, ich meine im Endeffekt, wie gesagt, haben sich vier Leute anders entschieden oder sich enthalten oder ihre Stimme ungültig gemacht und haben dann gesagt, also da wollen wir uns nicht zwischen beiden entscheiden, weil beide Kandidaten, sie haben sich natürlich auch sehr gut präsentiert in ihren Reden und auch in ihrer bisherigen Arbeit. Also vielleicht konnten sich da auch vier, wie gesagt, nicht entscheiden in dementsprechend oder wollten eben dort auch, haben auch dann dort gesagt, also das, wie gesagt, wollen wir uns nicht entscheiden, können wir uns nicht entscheiden und enthalten uns oder machen die Stimme damit ungültig. Jetzt erinnere ich mich an die letzte Wahl des Ärztekammervorstandes, da war es ja zwischen dem, okay, ich glaube die vorletzte, wenn man es ganz genau nimmt, aber die letzte große, da gab es den offenen Posten, da hat ja Klaus Reinhardt kandidiert und eben Sonny Juna und da hat er ja damals auch, ich glaube, mit einer Stimme Unterschied gewonnen, ne? Richtig, genau, ich, ja. Genau, das war ja auch sehr, sehr knapp. Und da hatte sich ja schon abgezeichnet, dass es da möglicherweise so einen leichten Lagerwechsel geben könnte zwischen niedergelassenen und stationären Lager. Das hat sich da abgezeichnet, wenn ich da aber noch kurz einhaken darf, also bei der Wahl, bitte. Als es dann das Jahr danach darum ging, dass Frau Juna doch nochmal nachgewählt wurde auf diesen weiteren offenen Posten, weil damals Frau Lundershausen, Lundershausen, die wurde dann zwischenzeitlich Präsidentin der Thüringer Kammer und hatte dann diesen weiteren Arztposten somit dann verlassen, wenn man so möchte. Und dann gab es ein Jahr später nochmal eine Nachwahl, wo Susanne Juna dann in den Vorstand der Bundesärztekammer kam und da trat sie gegen eine Hausärztin an. Lustigerweise waren beide aus der Hessischen Landesärztekammer im Präsidium, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und da war es dann ganz knapp und auch nur so 2-3 Stimmen für Frau Juna. Also das heißt, es gibt manchmal einfach wirklich sehr knappe Entscheidungen. Die beiden Lager sind sich da, man kann jetzt nicht sagen, es ist immer ganz klar, dass 3 Stimmen Unterschied da ist. Ich glaube, da gibt es immer noch so ein paar Stimmen, die dann rüberwandern. Aber man sieht zum Beispiel auch Susanne Juna, um darüber noch mal kurz zu sprechen, hat sich ja wieder beworben, auch für diesen freien, für diesen weiteren Arztposten. Und sie hat das beste Stimmergebnis von allen gekriegt. Sie hat nämlich 198 Stimmen auf sich vereinen können. Und das war wirklich an dem Tag das beste Ergebnis von allen. Also von daher, da scheinen ja dann auch wieder Lager aufgebrochen zu sein und zu sagen, da gibt es eine, auf die wir uns aber bei dem Posten jedenfalls komplett drauf einigen können. Weil auch die beiden Vizepräsidentinnen sind nicht mit der Stimmenmehrheit gewählt worden. Genau, da wollte ich jetzt gerade noch drauf kommen. Einige hatten ja dafür, du hattest es schon gesagt, du hast mir die Fragen ja fast vorweg, hatten ja dafür geworben, dass endlich mal Zeit wäre für eine Frau an der Spitze der Bundesärztekammer. Waren die Wahlen der beiden Vizepräsidentinnen in diesem Fall ja der Ausgleich dafür? Ich glaube, das war ganz klug von Herrn Reinhardt, da mit 2 Vizepräsidentinnen in der Form anzutreten. Und das könnte man sicherlich so sehen. Also wenn man jetzt sagt, die beiden waren natürlich auch vorher schon im Vorstand der Bundesärztekammer. Das heißt, also der Vorstand ist jetzt per se jetzt von der Zahl her, wie viele Ärztinnen dort vertreten sind, nicht weiblicher geworden. Sie sind einfach nur auf andere Posten nach oben gerückt, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, Frau Gitter und auch Frau Lindershausen waren auch schon vorher als Präsidentin von Bremen und von Thüringen, waren die eben schon auch im Vorstand vorher. Sie sind ja jetzt Vizepräsidentinnen. Sie haben auch Mehrheiten, auch im ersten Wahlgang jeweils gehabt. Auch wieder knapp. Frau Gitter ist gegen, da ist er gegen Herrn Michow angetreten. Das ist der Präsident aus Thüringen, aus dem Saarland. Aus Saarland. Ja. Aus dem Saarland, genau. Und von daher, da war die Wahl auch relativ, war auch relativ eng, also 125 zu 113. Das ist schon auch relativ eng. Und auch bei der Frau Lundershausen waren 126 Delegierte gegen 111, die für Jonitz gestimmt hatten, weil Herr Jonitz dann nochmal angetreten ist als Vizepräsident. Und sagen wir so, da sieht man schon, dass die Lager schon klar waren, also eng, aber klar. Und also ich denke mal, das ist also auch eine spannende Sache, dass man eben auch als Vizepräsident oder Präsidentin nicht mit 200 Stimmen dadurch kommt. Das muss man sagen, hatte Frau Wenker in ihrer zweiten Wahl vor 4 Jahren geschafft. Also ich glaube, sie hatte wirklich eine riesige Stimmenwert. Also ich meine, so über 200 Stimmen von 250 Delegierten waren für sie. Und das war damals schon auch ein großer, also sie hat das beste Stimmergebnis, glaube ich, damals gehabt von den Delegierten. Und das war sicherlich da auch eine Entscheidung dafür, für Frau Wenker als Präsidentin dann zu kandidieren. Wunderbar. Ich glaube,
Mehr müssen wir über die Wahl gar nicht reden. Weil jetzt haben wir das doch in sehr ausführlich behandelt. Vielleicht noch eine Sache noch am Ende. Eine Anmerkung hätte ich da noch. Also wie gesagt, wir haben jetzt ja über die Präsidenten gesprochen, die beiden Vizepräsidentinnen, die weitere Ärztin im Vorstand. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Arzt im Vorstand, und da war das interessant, dass sich da auf einmal zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten gemeldet haben, und da hat dann ein Mann mit 42 Jahren gewonnen, und das fand ich dann doch auch spannend, und deshalb hatte ich, glaube ich, bei Twitter auch geschrieben, das ist wirklich ein neuer Vorstand, ein historischer Vorstand, zwei Vizepräsidentinnen und ein Mann unter 45, sagen wir es mal so. Das ist schon relativ neu, und blutjung quasi für die Gremien, die ärztlichen Verwaltungsgremien, aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, deshalb finde ich, die Wahl ist doch relativ historisch. Ja, genau, das ist sicherlich noch ein guter Punkt. Ich glaube, das war Herr Boppert, richtig? Herr Boppert vom Hamburger Bund hier aus Berlin, ja. Genau. Dann lass uns doch noch ein bisschen etwas weiteres behandeln. Jetzt haben wir ja einmal ausklamüsert, wer da und wie Präsident geworden ist. Was mich dazu noch interessieren würde, es gibt ja unmittelbar danach, wie so eine Postspielbefragung, auch so eine Postwahlbefragung. Ich glaube, die hatte die auch gemacht, oder irgendeine andere Zeitung mit Fragen an Herr Reinhardt. Hat er sich denn gesagt, sozusagen, was seine Prioritäten für die Legislaturperiode, die jetzt beginnt oder die jetzt kommt, sein werden? Ja, da hat er sich schon geäußert und eben vor allem die Freiheit des Arztberufes betont und hier auch eben ganz klar als zwar den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nicht als Gegenspieler bezeichnet, aber eben als Gesprächspartner, aber eben auch hier selbstbewusst aufzutreten. Das hat er klar deutlich gemacht. Ich glaube, er wird auch hatte ja bisher sich im Bundesärztekammervorstand darum gekümmert, dass die Gebührenordnung für Ärzte, also die Honorierung, sich ändert, beziehungsweise dort die Reform jetzt nach 20, 30 Jahren auch mal kommt. Und da wird sich natürlich auch ein neuer Bundesärztekammerpräsident Reinhardt sich schon auch dran messen lassen müssen, denn die Honorarkommission im Bundesgesundheitsministerium tagt ja momentan, und es wird ein Abschlussbericht für Ende des Jahres vorgesehen oder erwartet. Und da geht es auch darum, wie man eben einen erweiterten Bewertungsmaßstab, also die Honorierung der niedergelassenen Ärzte mit der Gebührenordnung für Ärzte dann irgendwie verbinden kann, plus auch noch sicherlich auch Dinge, wie die in der stationären Versorgung vergütet werden. Also wie man das alles, diese drei Systeme sozusagen zusammenbringen könnte, oder vielleicht mindestens mal, dass die zwei Systeme im niedergelassenen Bereich. Also ich bin da mal sehr gespannt, das wird, glaube ich, auch eine große Aufgabe für ihn. Und so intern hat er so angekündigt, dass er halt mehr im Team arbeiten möchte. Er hat natürlich auch zwei starke Vizepräsidentinnen, also da sind wir mal gespannt, wie sich da die Arbeit auch verändert. Was ich auch noch bemerkenswert fand, das Zukunftsthema Digitalisierung lässt den Deutschen Ärztetag jetzt ja auch nicht wirklich los, jetzt auch nicht überraschend, ne? Ist ja gerade, also ich glaube, es gibt keine Veranstaltung im Gesundheitswesen, die ohne dass dieses Thema auskommt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Keine Veranstaltung, das möchte ich nochmal betonen. Jedes Veranstaltung macht es. Ich weiß auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist, weil genau, dann ist jedes Mal, ist das vielleicht so ein Bullshit-Thema, wird das vielleicht mittlerweile. Na gut, nach der Fernbehandlung letztes Jahr ging es dieses Jahr unter anderem um das elektronische Logbuch, das in der Musterweiterbildungsordnung, um das direkt hinten anzufügen, nicht, dass nachher irgendjemand fragt, und die elektronische Patientenakte. Wie sehen denn da die Konzepte aus, die der Deutsche Ärztetag beschlossen hat? Ja, das beim elektronischen Logbuch, da geht es ja darum, dass für die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Ärzten, quasi, das ist ja sozusagen der zweite Schritt von der Reform der Weiterbildung, dass es dort eben ein Logbuch gibt, so dass man jeder selber das führt und eben eintragen kann. Das wurde natürlich auch kritisiert. Die Bundesärztekammer hat da einen Auftrag vergeben. Es ist auch ein Tool entwickelt worden. Man kann damit auch jetzt wohl ab 1. Juli arbeiten. Und es gab natürlich auch Kritik daran, dass das nicht ausgereift sei und dass man natürlich auch jetzt noch nicht sofort alles kann. Also ich glaube, der digitale Zugriff per App ist noch nicht möglich und anderes. Aber im Endeffekt, ich denke, das ist eine Ausbaustufe, das wird dann kommen. Also man sollte auf jeden Fall nur damit jetzt starten, und somit wird das natürlich auch weiterhin ein Ringen sein, wie man digital die Weiterbildung abbilden kann oder eben auch verwalten kann. Und aber da sind sie, glaube ich, auf einem guten Weg, das jetzt hinzubekommen, und natürlich muss das jetzt jede Landesärztekammer implementieren und umsetzen. Da wird es sicherlich auch noch ein bisschen auf Landesebene Gerumpel geben, nennen wir das mal so. Das zeigt sich ja schon ab, dass überraschenderweise natürlich die Musterweiterbildungsordnung tatsächlich ein Muster bleibt, ja auch nicht 1:1 übernommen wird. Das ist für alle Ärzte und Ärzte in Weiterbildung immer sehr schade, weil sich damit Bundeslandwechsel oder Ärztekammerwechsel, um genau zu sein, nicht so einfach machen lassen. Aber ja,
So sieht's halt aus. Genau, das soll durch das Logbuch, soll das natürlich ein bisschen verbessert werden, sodass eben dann nicht zu unterschiedlichen Standards sind in der Erfassung. Und es soll natürlich auch solche Dinge wie, was wohl, das kannst du vielleicht besser aus deiner Erfahrung sagen, Pascal, ist, dass es im Endeffekt, dass es vielleicht auch manchmal Weiterbilder gab, die sich als Weiterbilder ausgewiesen haben, aber es gar nicht in Wirklichkeit die Befugnis hatten. Und das muss ja in der Vergangenheit öfter mal passiert sein, dass sich dann Assistenzärzte da im Glauben wiegten, dass sie ordentlich weitergebildet werden, und erst am Ende kommt raus, dass derjenige gar nicht die Unterschrift hätte leisten dürfen. Und das will halt ein elektronisches Logbuch verhindern, auch dort eben eine gewisse Rechtssicherheit auch für beide Seiten zu schaffen, also auch für die Kammern zu schaffen, aber eben auch für die Weiterzubildenden, dass dort solche Dinge nicht mehr vorkommen. So, jetzt geht es noch um das DEPA. Ja, gut, da gibt's natürlich noch, also da gab es natürlich Diskussionen darum und sicherlich auch der Versuch, vor allem der Freien Ärzteschaft, hier nochmal dem Ärztetag einen kleinen, sagen wir so hintenrum über einen Änderungsantrag was reinzudrücken, in Form von, dass es die EPA natürlich nicht als App geben dürfe. Und es war schon relativ früh auf dem Ärztetag, nämlich schon am Dienstag, da haben die Delegierten das dann abgestimmt und haben gesagt, ja, wir wollen keine App als EPA haben, also das ist alles, was als momentan geplant ist, hätte dann der Ärztetag abgelehnt sozusagen. Und dann waren doch einige aufmerksam genug, das zu lesen, den Antrag. Und dann gab es eine zweite Lesung und somit wurde das dann doch mit großer Mehrheit wieder rausgenommen aus dem Antrag. Also von daher, da gab es einen kurzen Versuch, da die Digitalisierungsdinge, die ganzen Pläne, die es auch auf Bundesgesundheitsministeriumsebene gibt und die viele Krankenkassen ja auch vorantreiben, nochmal zu stoppen. Aber da waren dann doch einige aufmerksam genug und eben die Mehrheiten stehen dann schon dafür, dass es schon, dass es diese Digitalisierung gibt und dass es eben auch die EPAs gibt. Aber natürlich ist die Diskussion weiterhin groß und ich glaube, man sollte das auch nicht unterschätzen, dass natürlich auch in der Ärzteschaft weiterhin unklar ist, was da alles versprochen wird. Wir hatten jetzt ja gerade über die ganz vielen Termine hier auch in Berlin gesprochen, über Digitalisierung. Da muss man halt dann schon sagen, es ist schön, dass wir ganz viel drüber sprechen und alles tolle neue Möglichkeiten, aber wir sehen ja noch nichts. Also wir müssten halt, irgendwann müssten wir jetzt doch mal dazu kommen, dass man mal einen Use Case hat, sozusagen endlich mal was sieht, wenn man das mal so sagen darf. Genau, also ich glaube, dann wäre die Diskussion auch sachlicher und dann kann man auch besser diskutieren, dass man sagt, Mensch, das wollen wir jetzt nicht oder ähnliches. Also das wäre, glaube ich, wichtig. Und vielleicht noch eine Sache dazu. Natürlich gibt es den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung. Das sind jetzt technische und auch medizinische Dinge, die umgesetzt werden müssen. Das hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung bei ihrer Vertreterversammlung einen Tag vor dem Ärztetag auf den Weg gebracht oder angedeutet, dass da eben jetzt auch im Sommer viel gearbeitet wird, dass man eben auch überhaupt erstmal medizinische Daten in so eine App reinbringen kann. Weil momentan kann man ja nur Abrechnungsdaten, also Daten, die aus Abrechnungen von Krankenkassen sind, in Apps reinbringen und was ich da selber mit meinem Schrittzähler so und was auch immer alles noch messe, aber eben echte Labordaten oder Impfdaten oder ähnliches ist ja alles noch gar nicht erfassbar in der Form. Also einheitlich erfassbar. Ja, genau. Und wer sich davon mal überzeugen will, wie gut so eine Gesundheitsakte funktioniert oder auch nicht. Also wir haben ja zumindest eine elektronische Patientenakte bei uns im gesamten Krankenhausbetrieb. Ja. Kann gerne mal mir schreiben, vorbeikommen, klappt so. Ist die nicht letztens abgestürzt? Ja, die stürzt regelmäßig ab. Und dann auch so mit, manchmal mit Komplettausfall, so dass du dann... Nichts mehr. Zwischen 2 Stunden mal irgendwie kurzfristig bis irgendwie 36 Stunden hatten wir auch schon. Wow. Da musst du natürlich alles auf Papier wieder führen, etc. Genau. Also es gibt schon ein relativ gutes Backup-System, aber auch das kreiert halt PDFs, die du dann alle drucken musst für deine Patienten, was den Druckertoner auch mal an die Rand, in die Grenze bringen kann. Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, das wird sicherlich uns in Zukunft öfter befassen, also womit wir uns befassen müssen, was machen wir, wenn solche Dinge passieren, wie gut müssen Backup-Systeme sein? Ja, und im Endeffekt die Frage, wer finanziert das Ganze dann? Also das wird sicherlich in der nächsten Finanzdiskussionsrunde, die jetzt ab Herbst für alle Bereiche ja wieder startet, sicherlich eine spannende Sache sein. Die Krankenhäuser fordern ja jetzt schon 1 Milliarde Euro für Digitalisierung und die Bundesländer wollen auch gerne mehr eigene Digitalisierungsprojekte haben, die bitteschön die Krankenkassen zu finanzieren.
finanzieren haben. Also da sind wir mal gespannt, wer dann das alles finanziert, woher das kommt und ja, wie sich das dann entwickelt. Ja. Okay, ich glaube, mehr Fragen zum Deutschen Ärztetag wollte ich jetzt gar nicht stellen. Gibt es von dir noch etwas, was unbedingt berichtet werden sollte von dem Zeit in Münster? Die Zeit in Münster, ja. Ich finde es vielleicht noch ganz interessant. Ich will jetzt uns nicht unbedingt als Deutsches Ärzteblatt loben, aber wir hatten eine Geschichte ausgebracht und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass Vater und Sohn beide als Delegierte in unterschiedlichen Ärztekammern dort auf dem Ärztetag waren. Offenbar war so eines der ersten Male, dass das in der Form waren. Also Vater ist Hausarzt und Sohn ist Pathologe in Hamburg und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte am Rande, dass dort die beiden zwei Generationen sozusagen als Delegierte vor Ort waren. Cool. Die Geschichte findet man noch online, kann ich euch gerne auch nachher als Link schicken. Wunderbar. Werden wir mal rein. In die Show Notes packen. Super. Dann danke dir ganz herzlich herzlichen für das Dank. Interview, deine Einschätzung und bis demnächst gerne mal wieder. Fürs Gespräch. Herzlichen Dank fürs Gespräch und euch alles Gute. Danke, bis dann. Ciao. Dann tschüss. So. Nachdem ihr mitbekommen habt, dass meine Tochter Sintramebetrage die Lungenentwicklung ist, aber zum Gespräch dann doch nicht mehr so entspannt war. Ganz herzlichen Dank hier an meine Frau, die sie mir dann selbst reingekommen ist und sie mir abgenommen hat. Genau, das war, glaube ich, ist zwar vielleicht ganz nett, wenn man sie ab und an mal quieken würde, aber wenn sie dann durchgehend quiekt, ist das ja für das Interview vielleicht auch nicht so zuträglich. Ich darf sie dann gleich dafür wieder. Muss ich jetzt gleich abnehmen. Ja, und aufgrund der angespannten Zeitsituation, wir wollen ja die 1-Stunden-Marke nicht immer total überschreiten, machen wir jetzt wahrscheinlich trotzdem, aber wenigstens nicht zu sehr, machen wir unsere Heldin der Gesundheit-Rubrik heute ganz kurz. Wir erinnern an Jonas Edward Salk, geboren 28. Oktober 1914 und deswegen erinnern wir, gestorben am 23. Juni 1995 in Kalifornien. Er war ein US-amerikanischer Arzt und Immunologe. Und vor allem bekannt für die Entwicklung des inaktiven Polio-Impfstoffes. Also es geht um die Poliomyelitis, also die Kinderlähmung, dass wir heute nicht mehr Kinder mit eiserner Lunge oder auch erwachsene Menschen mit Lähmung noch erleben, geht auf unter anderem auch auf seine Entwicklung zurück. Es gab ja auch Lebendimpfstoffe, aber er entwickelte den inaktiven Impfstoff, nicht zu verwechseln allerdings mit der Schluckimpfung, die es ja auch gibt, die dann auch einen Lebendimpfstoff beinhaltet. Eine der bekanntesten Betroffenen der Kinderlähmung war ja auch der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, der 21 Opfer der Poliomyelitis wurde und seitdem von der Hüfte ab weitgehend gelähmt war. Aber wie gesagt, es lohnt sich ein Blick in die Wikipedia-Einträge und um zu verstehen, dass dieses Grauen zum Glück in diesem Jahrhundert doch weitestgehend überwunden ist und vielleicht noch auch ein Hinweis an die Impfgegner, doch sich nochmal zu überlegen, inwiefern ihre Aktionen tatsächlich die Fortentwicklung unserer Gesellschaft nicht ein bisschen stören. Mit diesem Mini-Hinweis dann auch gleich zu unseren Terminen, die machen wir jetzt auch ganz kurz. Ich habe das jetzt mal auf ein paar wenige reduziert. Wer das heute schon hört oder morgen noch im Vormittag, Laufe des Vormittags, morgen habe ich eine Veranstaltung, die ich mit den Berliner Wirtschaftsgesprächen durchführe zum Thema Pflegekammer. Titel ist Harmonischer Dreiklang für eine starke Pflege? Fragezeichen. Interessenvertretung für die Pflege, Berufsverband, Gewerkschaft und Pflegekammer. Link wird in die Shownotes gepackt. Wir haben eine Veranstaltung am 17.06.2019 um 18 Uhr auch in Berlin, Zukunft Deutsches Krankenhaus. Wer gewinnt das Rennen? Eine Veranstaltung des Spreestadt-Forums. Da habe ich gleich auch noch eine zweite. Und natürlich am 26.06. die Jahrestagung des Deutschen Ethikrates Pflegeroboterethik, ethische Herausforderungen der Technisierung der Pflege. Link auch in den Shownotes. Und die letzte Veranstaltung, wie gesagt, ebenfalls vom Spreestadt-Forum. Am 1.07.2019 findet um 18 Uhr eine Veranstaltung statt. Externe Qualitätssicherung, die Arbeit des ICTIC. Können wir dann, vielleicht nehme ich da gleich irgendwie die nächste Episode oder nächstes Gespräch zu den Akteuren der Gesundheit in Deutschland auf. Okay, damit sind wir mit den Serviceteilen durch. Wir sind durch, genau. Ist mal wieder etwas länger geworden, deswegen machen wir das mit dem Murks beim nächsten Mal wieder. Gut, wunderbar. Und alles Gute für Frau und Tochter. Oh nee, Tochter ist ja gesund, haben wir ja gehört. Also. Tochter ist genau, quietschfidel, könnte man sagen. Schöne Zeit. Wunderbar, bleibt gesund, macht's gesund. Ciao.